und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Stempelpalast. Heute befinden wir uns mal nicht in meinem Bastelzimmer, sondern in meiner Küche, denn ich möchte euch zeigen, was ihr mit alten Platten machen könnt. Ich habe hier mal so ein paar aufgespart. Ihr seht, wenn wir ganz viele Dinge derselben Art machen, dann sehen die hinterher auch aus, als hätte man das getan. Und hier ist eine ganz bunte, da ist alles Mögliche drauf passiert. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man diese Platten ein- oder zweimal ein bisschen wieder retten kann. Und zwar habe ich meinen Backofen vorgeheizt auf 160 Grad. Ich werde dort jetzt die Platten einlegen. Und zwar einfach mit ein bisschen Backpapier und nicht auf das Rost, sondern auf ein Backblech, was unten komplett geschlossen ist. Ein bisschen schwierig mit einer Hand. Knister, raschel. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. So lege ich das Ganze jetzt in den Ofen für 5 Minuten. Und dann kann ich nicht mit einer Hand. Also, so lege ich es in den Ofen für 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. 5 Minuten sind um. Jetzt dürft ihr mal in den Ofen meiner Oma schauen. Da liegt die Platte. Ihr dürft sie natürlich jetzt nicht anfassen, weil die Platte ist brechend heiß. Ich nehme sie aus dem Ofen raus, lege sie hier oben drauf. Jetzt kommt dann noch eine Lage Backpapier oben drauf. Und jetzt lege ich euch mal eben ganz schnell hier zur Seite, weil ich brauche mal eine Sekunde beide Hände. Denn ich habe einen Topf gefüllt mit Wasser. Da bin ich schon wieder. Also ein Topf gefüllt mit Wasser. Nur fürs Gewicht. Ist egal, ob kalt oder heiß. Es geht nur um das Gewicht und den größten Topf, den ich habe, der einfach die ganze Fläche von den Platten bedeckt. Und die Platte liegt jetzt einfach flach auf meinem Ceranfeld und ich habe nur das Geschirrhandtuch darunter und eine Lage Backpapier. So, jetzt warten wir nochmal 5 Minuten. Ich bin's nochmal ganz kurz. Ich drehe euch nochmal eben um. Ich möchte euch gerne was zeigen. Also, 5 Minuten sind noch nicht um, weil ich habe es gerade ausgemacht und wollte die nächste Platte in den Backofen legen und möchte euch ganz kurz zeigen. Man kann hier nämlich genau sehen, was im Backofen schon passiert ist. Die kleinen, feinen Papierschnüppel, die noch in der Platte hingen, die gerade im Backofen war, die liegen jetzt alle hier auf dem Papier. So, 5 Minuten sind um, bevor gleich die nächste Platte aus dem Ofen kommt. Ich will euch gleich ganz kurz was zeigen. Also den Topf wieder zur Seite gestellt. Und hier, da ist jetzt noch mehr von dem Krüsselkram, der hier einfach so sitzt. Runterrutscht. Seht ihr das? Könnt ihr so runterreiben. Das ist natürlich gerade schwer mit einer Hand. Außerdem habe ich immer beide Seiten benutzt von diesen Platten. So. Und wenn ihr jetzt mal die Platte anschaut, na, ist alles voller Krüssel. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder ein bisschen gerader und wartet mal, ich mache sie mal eben sauber. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich die Platte einmal unter fließend Wasser gehalten. Und die Ecke, da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Das war die Ecke, an der man vorhin sehr gut sehen konnte, wie tief die Furchen waren von dieser Pillowbox, die ich damit ewig häufig ausgestochen oder ausgenudelt habe. Ja, dies ist übrigens auch schon das zweite Mal, dass ich diese Platte wieder im Ofen habe. Also man sieht, man kriegt sie nicht wieder ganz klar, aber sie ist halt wieder glatt. Und das ganze Papier, was sich da drin sammelt, ist halt größtenteils auch raus. Ja, so, ich hole jetzt meine andere Platte noch schnell aus dem Ofen. Die wartet hier schon. Wir machen das Ganze nochmal. Da sieht man, dass sie so warm ist, dass hier diese Pünktchen, die kommen vom
rausnehmen, weil die einfach echt flüssig ist. Ich nehme euch mal den mit Topf. Hier ist ein Topf. So, Topf drauf, weil das muss echt schnell gehen, damit die einfach jetzt da unter dem Topf kalt werden kann. Steht auch richtig drauf, jawohl. So, also das ist es. So, dann ja, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.